Willkommen zu Pflegeleicht. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute wagen wir uns mal wieder an ein Thema ran, was von der Gesellschaft gerne in die Tabu-Ecke gedrängt wird. Einsamkeit. Ich will wissen, ob sich das Glück wirklich verdoppelt, wenn man es teilt. Und deshalb treffe ich gleich Julia, eine Studentin, und wir besuchen gemeinsam Frau Rieper, eine ältere Dame. Ich freue mich sehr auf den Dreh. Kulturistenhoch 2 wendet sich speziell an Seniorinnen und Senioren mit kleiner Rente. Sie sind eingeladen, regelmäßig und kostenlos gemeinsam mit einem jungen Menschen aus ihrem Stadtteil die kulturelle Vielfalt Hamburgs zu nutzen. Mittlerweile gibt es über 500 Tandems, die ehrenamtlich unterwegs sind. Julia, vorab vielen Dank, dass du uns heute in deine Gefühlswelt sozusagen reinlässt. Ich möchte gerne von dir wissen, warum machst du eigentlich bei Kulturistenhoch 2 mit? Weil ich so Menschen und insbesondere auch vorüber meine Zeit schenken kann, weil ich einen Nachmittag mit ihnen verbringen kann und einfach gute Laune verschenken kann. Und was macht das mit dir? Mich macht es auch wirklich glücklich, weil ich wirklich wenig Zeit praktisch aufbringen muss und einfach nur ein bisschen was von mir erzähle, ein bisschen was von meinem Leben teile und damit anderen Menschen eine so große Freude machen kann. Ach, ist das schön. Und hat sich dein Blick auf das Alter ein Stück gewandelt? Ein bisschen, ja. Ich kenne das von meinen Großeltern, die sehr eng mit mir zusammenleben. Und jetzt einfach mal diese andere Variante zu sehen, dass Alter auch Einsamkeit bedeuten kann, dass man eben nicht mehr viele Kontakte hat. Ja, also mit anderen Worten, die Jugend sollte mehr auch auf ältere Menschen eingehen, richtig? Ja. Ja, toll. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt zu Frau Rieper. Ich bin so gespannt. Liebe Frau Rieper, ich habe ja gerade eben schon mit Julia sprechen können und habe gefragt, was es mit ihr macht, die Begegnung zwischen Ihnen. Und das war wunderschön. Und ich möchte diese Frage natürlich auch nochmal an Sie stellen. Julia ist ja nun sowieso also mein absoluter Liebling. Aber überhaupt der Kontakt wieder zu jungen Leuten, das ist also das ist wie ein Jungbrunnen. Ich bin einfach ein ganzes Stück glücklicher geworden durch diese Angelegenheit. Also durch dieses Julia als jungen Menschen kennengelernt zu haben, den Kontakt mit ihr zu haben. Okay, das heißt, Sie sind jetzt ein Stück weit glücklicher. Das initiiert ja auch, es ging Ihnen mal anders. Oh ja. Freunde waren alle verstorben. Mein Lebensgefährte war gerade im November verstorben. Im Januar kriegte ich die Kündigung meiner Wohnung. Also es war eine schreckliche Zeit. Und wenn ich meine beiden Papageien nicht gehabt hätte, ich weiß nicht, ob ich die Zeit überlebt hätte. Und dann stellten sich hier bei uns in der Wohnanlage Kulturistenhoch 2 vor. Aber Sie sind aufgestanden vom Sofa und haben sich das angehört. Warum? Ja, natürlich. Weil ich von meinem Sofa runter wollte. Ich wollte nicht mehr auf meinem Sofa liegen oder in meinem Bett liegen und vor mich hingrübeln. Sondern ich wollte raus, ich wollte wieder leben, ich wollte etwas erleben. Ja. Ich wollte wieder teilnehmen am Leben. Ein Recht auf Lebensfreude. Ja, als Recht habe ich das zu der Zeit noch gar nicht mal empfunden, sondern ich habe einfach, ja, ich habe einfach so das Gefühl gehabt, dass ich, als wenn ich am liebsten hätte ich geschrien, ich bin doch auch noch da. Ja. Und das hat direkt auch was mit Ihnen gemacht. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sie glänzen jetzt in den Augen. Und Julia, das bist ein Stück weit du. Was macht denn das mit dir, das zu sehen? Das macht mich unglaublich glücklich, weil das genau das ist, was ich damit erreichen wollte, was ich mir erhofft hatte, was ich tun kann. Und das dann zu sehen, ist einfach großartig. Das Kulturistenhoch 2 und Julia in mein Leben traten, das war das schönste Geschenk, das das Leben mir machen konnte. Ach, wie schön. Jetzt bist du gar nicht mehr aktiv bei Kulturistenhoch 2. Du bist keine Schülerin mehr, du bist mittlerweile eine junge Studentin und trotzdem gibt es noch den Austausch. Also Kulturistenhoch 2 war die Initialzündung, aber eigentlich währt es ja lange nach. Ja, also ich glaube, das wird auch noch ewig nachwirken. Ja, ne? Ich glaube, da ist also so leicht kein Ende in Sicht. Und wenn es nur mein Telefonat ist. Und aus Ihrer Perspektive jetzt mal an andere ältere Menschen in Ihrer Situation, was wäre so Ihre Empfehlung? Wieso sollte man sich denn sichtbar machen? Wieso sollte man mal auf die Straße gehen und auch auf die Jugend zugehen und Hilfe annehmen? Wichtig ist vor allen Dingen, dass man als alter Mensch sich nicht auf seine Couch zurückzieht und sagt, ich bin alt,
jetzt tragt mal alles an mich heran. Mhm. Denn das passiert nicht. Nein? Richtig. Sondern man muss sich sagen, ich bin zwar alt, ja, aber ich finde trotzdem noch statt. Ich bin noch da. Wie siehst du das, Julia? Also wie würdest du zum Beispiel anderen Jugendlichen Mut machen, sich auch einer älteren Generation gegenüber zu öffnen? Ich finde, der Anstoß ist wichtig. Also man braucht irgendwie so einen Punkt, wo man sagen kann, da kann ich wirklich was machen. Weil ich glaube, wenn ich diesen Anstoß nicht gehabt hätte, dann wäre sowas wie das hier, das wäre nicht entstanden. Diese Freundschaft oder diese Beziehung, diese familiäre Beziehung hätte es gar nicht gegeben, wenn ich diesen Anstoß nicht gehabt hätte. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir Jugendlichen wissen, wo können wir helfen, wo können wir was machen und vor allem, wie können wir was machen. Und da gibt es ja mittlerweile ein ganz breites Angebot, ja, auch ganz unterschiedliche, ja, Dinge. Da muss man, glaube ich, einfach selber Mut haben, einfach mal nach draußen zu gehen oder im Internet zu gucken und zu sehen, was gibt es da eigentlich und wo könnte ich mich selber anbringen. Ja. Das Gespräch suchen. Und vor allen Dingen, wenn jemand, einen alten Menschen oder einen jungen Menschen, wenn jemand mich anspricht draußen, ja, hinhören. Dieser Spruch, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, stimmt, oder? Ja, natürlich, zu 100%. Ich hoffe, wir konnten Sie inspirieren, etwas Gutes zu tun und stehen zu bleiben. Und ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bei Pflegeleicht, da geht es nämlich um das wunderbare Thema Tanzen. Wir haben zwei Theaterstücke haben wir schon gebucht. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Mehr Filme und Informationen finden Sie auf unserer Webseite. Und wenn Sie Wünsche bezüglich Themen haben, die wir filmisch für Sie umsetzen sollen, schreiben Sie mir an sophie.rosentreter@drk.de. Bis zum nächsten Mal bei Pflegeleicht.